Ja, moin Leute, was geht ab? Zurück zu einer neuen Folge von Trainer Go. Ihr müsst nichts über meine Haare sagen, die sehen unfucking fassbar geil aus. Das muss genauso aussehen und darf nicht anders aussehen. Keine Sorge, dieses Jahr gehe ich vielleicht noch zum Friseur. Leute, heute, ich bin der Rhyme King, heute steht ein bisschen was auf der Agenda und zwar als allererstes wollte ich denjenigen von euch, die das vielleicht noch nicht wissen, erklären, warum es unglaublich wichtig ist, vieles im Hauptquartier zu machen. Unter anderem, eine Sache muss ich euch ja wahrscheinlich nicht erklären, dass die Bären unfucking fassbar wichtig sind. Ich werde euch, ich kann euch das vielleicht gleich, vielleicht noch irgendwo demonstrieren, gucken, wo wir es vielleicht hinbekommen. Aber als nächstes ist es auf jeden Fall unglaublich wichtig, mehr als diese drei Pokémon hier zu nehmen. Und zwar, warum, kann ich euch zeigen. Also, die drei Main-Pokémon, das ist ja schön und gut, das ist ja das Wichtigste überhaupt, ist klar. Aber warum ist es jetzt wichtig, auf jeden Fall noch den vierten oder auch den fünften Slot freizuschalten? Ganz einfach, passt auf. Beispielsweise haben wir unser Supporter-Pokémon, was ihr ab 75 benutzen wollt, Regigigas. Auf der anderen Seite haben wir aber unser neues, neu gewonnenes Pokémon, Jirachi, was wir jetzt aber als Main-Pokémon haben wollen, aber in dem gleichen Maß noch Regigigas weiter pushen wollen. Oh Mann, Alter, ist ja Brainfuck. AF. Richtig, weil Jirachi muss ja auch dementsprechend weiter gepusht werden. Andererseits kommen wir ja nicht an Jirachis Power dran, ne? Ist ja irgendwo logisch. Aber Gigigas muss auf 75 direkt benutzt werden, beziehungsweise sollte auf 75 direkt benutzt werden können. Dementsprechend muss das auch weitergeballert werden. Das ist ja ebenfalls lustig. Freunde, was wir heute machen wollen, wir wollen Jirachi pushen. Jetzt weiß ich nicht, ob ich mit Drachensprache 3 oder mit Temposchub 3... Ich glaube, ich nehme erstmal Drachensprache 3. Ich möchte mich nicht... Ich möchte nicht overextenden. Deswegen belassen wir es erstmal bei Drachensprache 3. Für Jirachi ist besser als jedenfalls schon mal als eine 1er Fähigkeit. Dann polieren wir ein bisschen durch. Denn auf dem Level, das ist ein nächster muy importante Punkt, ist es scheiße sinnlos, eure Vererbungssteine zu benutzen, falls ihr welche habt. Aus den Instanzen oder meinetwegen auch, wenn es die dann vorher schon gab. Entschuldigung. Wenn es die dann vorher schon gab, aus den Energy Events, auf jeden Fall da nicht die Vererbungssteine benutzen. Bewahrt euch die auf bis mindestens Level 90. Und dementsprechend halt auch Friendship 90. Das sind so Sachen. Sind Kleinigkeiten, die aber unglaublich viel ausmachen. Von den Vererbungssteinen werdet ihr im Endeffekt eh unglaublich viele haben, zumindest was Friendship und Level und so weiter angeht. Aber halt gerade anfangs, wenn ihr vielleicht gerade so auf 70, 80, 90 kommt und dann das Pokémon habt, was ihr unbedingt benutzen wollt, dann kommt ihr eventuell noch nicht unbedingt so an die Steine ran, beziehungsweise habt ihr vielleicht in Massen darum liegen. Deswegen auf jeden Fall die Steine erstmal bis zu einem bestimmten Punkt erstmal aufheben. Freunde, wir haben... Was hat normal Spezialangriff, ne? Ja. Ja, Spezialangriff. Das ist also nicht gut. Ich mache das jetzt mal ein bisschen schneller. KP nehmen wir mit. Ist okay. Wir wollen aber auf jeden Fall als nächstes auch noch den Init-Durchbruch. Ohne Init geht nichts. Eins ist okay. Spezialangriff würden wir auch noch mitnehmen. Aber unser Main-Augenmerk liegt jetzt auf jeden Fall erstmal auf Init. Und wie es aussieht, haben wir damit nicht unbedingt Glück. Ja, Spezialangriff nehmen wir auch noch mit. Aber jetzt muss auf jeden Fall als nächstes der Init-Durchbruch kommen. Denn ansonsten no chance. Wir hätten es jetzt bei diesen... Ja, komm, wir lassen es dabei erstmal. Das ist erstmal in Ordnung. Erstmal, ne? Nicht erst... Nicht erstmal, sondern erstmal. So, Leute, wir haben noch ein Heil 4. Kraftverstärkendes Angriff, das ist nicht cool. Lebenskraft, warte mal, wir haben Heil 4. Packen wir rein, weil... Ja, mach doch erstmal alle Fähigkeiten frei. Ja, du kannst keine Pokémon mehr sperren. Warum? Kann ich die jetzt sperren? Danke. Ich dachte gerade schon. So, weil Heilen 4 ist erstmal unglaublich krass, vor allem gerade am Anfang. Boots, 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 Boots.
Ich habe kein Glück. Ich habe kein Glück. Geben Sie mir Fähigkeiten. Fähigkeiten in meinen Tisch. Fähigkeiten. Fähigkeiten. Vierer Fähigkeiten. Leute. Vierer Fähigkeiten? Ich habe meine vierer Fähigkeiten. Nächste Fähigkeit bitte. Danke. Eine noch bitte. Eine noch. Bitte. Wir sind greedy. Wir nehmen Dreier Fähigkeiten. Vor allem das sind die scheiß Dreier Fähigkeiten. Also don't worry. Die scheiß Dreier Fähigkeiten, die man immer massig über hat. Perfekt, danke schön. So, dann wollen wir noch Lebenskraft. Und dann sind wir damit erstmal zufrieden. Ein paar Dreierfähigkeiten, ein paar Vierer. Ja, doch, doch, ist okay. Ist okay fürs Erste. Ist sogar schon ziemlich gut, wenn man mal ganz ehrlich ist mit meinem kleinen süßen Irachi. Aber da müssen natürlich noch die ganzen Dinger hochgepusht werden. Dann machen wir hier noch Zuchtlevel. 9. Erstmal hoch. In meinen Tasch. Das sind auch nochmal 15.000 Power. Wie gesagt, hier wird in den nächsten Tagen gepusht. Genau wie beim Friendship, genau wie bei den Fähigkeiten. Level 57. Mhm. Und da ist Hierarchie auch bei 89.000 Power. Nice. Wird dann bald auch wahrscheinlich Gigigas ablösen. Hier müssen wir dann gucken, dass wir noch höher kommen. Dementsprechend, ja, sieht es auch ganz gut aus mit Jirachi. Na, hier als Supporter rein. Ja, ist gut, ist gut. 741 Init. Ja, wie gesagt, wir brauchen den Init-Durchbruch. Weil wir haben auch mega viele Durchbruchkarten. Deswegen werden wir da Init auf jeden Fall auch ballern können. Dann brauchen wir auf jeden Fall selbstverständlich noch die. Ich weiß gar nicht mehr, was ich sagen wollte. Genau, Accessoires, also beziehungsweise die Level, damit wir die Accessoires benutzen können. Andernfalls können wir die Accessoires halt noch nicht benutzen. Aber Freunde, was ich gemacht habe, ich habe hier beim Abenteuer, habe ich da schon mal durchgeballert. Das heißt, wir können jetzt wahrscheinlich noch Level 58 so klar machen. Also noch ein bisschen Power dazu gewinnen. Und im Endeffekt ist es einfach, aktuell sitze ich an einem Punkt, auf dem Server zumindest fest, wo ich dann sage, gut, ich mache meine Dailies, gut, ich mache mein Stuff hier, ich mache mein Stuff da. Und im Endeffekt, naja. Was ich allerdings nicht verstehe, ich habe mir so extra so gedacht, ja komm, geil, dann bleibe ich halt auf Arena Rang 7, weil zwischen 4 und 7 macht es gar keinen Unterschied, gar keinen. Es sind exakt dieselben Belohnungen, wirklich exakt dieselben. Deswegen dachte ich mir, gut, mache ich auf 7, mache ich da meine Winstreak hoch. Was sehe ich heute? Winstreak wird immer unterbrochen. Das sind dann diese behinderten Vögel auf Rang 7 plus dann, die dann meinen, ich mache mal auf Zuteilen, auf Normal Zuteilen. Das ist so rotzenblöd, Sachen, die ich absolut nicht nachvollziehen kann. Fallen dann wieder in diese Kategorie rein. Aber, naja, komm. Dann ist das halt so, dann muss man sich halt, genauso wie auf dem anderen Server auch, muss man sich dann durchkämpfen, dass man irgendwann halt unschlagbar ist. Und, Leute, wie ihr mich kennt, ich meine wahrscheinlich, also jetzt am Anfang ist es noch unglaublich viel reincashen, zumindest von den Leuten hier. Man sieht das ja auch an der Power, gerade so ein Don Real wird da wahrscheinlich reinballern. Chroma habe ich auch gesehen, ist auf jeden Fall auf den Top-Aufladerängen hier. Wo ist er denn? Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Da ist er. 27.000 Diamanten aufgeladen. Ist eine Menge. Also, da wird auf jeden Fall ordentlich Kohle fließen bei ihm. Bei mir halt nicht. Auf dem Server zumindest. Dementsprechend ist es halt auch richtig lustig zu sehen. Und dann halt auch später dann zu gucken, wo wir denn dann landen. Weil gerade auch, wenn wir dann auf den ganzen Leveln sind, wo Accessoires und so weiter, wo das alles wirklich mattert. Weil wir sind noch nicht mal auf Level 60. Das ist aktuell, ist es absolutes Startgame noch. Es ist alles einfach scheißegal im Prinzip, weil das Spiel fängt auf Level 90, 80, 90, so fängt das alles erstmal richtig an. Also von daher, ich mache mir da gar keinen Kopf, also wirklich 0, gar keinen Kopf. Mach ganz entspannt mein Zeug. Die Leute, die hier nach vorne tryharden wollen, sollen das ruhig machen. Früher oder später wird man dann sehen, wo man landet.
wie mir gesagt wurde im Stream, ich werde mich konstant auf einem 8er, 9er, 10er Platz auf jeden Fall halten. Also das steht auf jeden Fall fest. Und alles, was da drüber ist, naja, ich sag mal so, ne, da wird man dann sehen, ob ein Free-to-Play-Projekt so möglich ist, dass man sich in den Top 3 oder eventuell auch Bester halten kann. Bester wird wahrscheinlich, ja, mal gucken, ne, Leute, je nachdem, wie wir es spielen können, mal gucken, was dabei rauskommt. Ich würde mich mega freuen, wenn wir auf dem Platz bleiben. Wir sind, was heißt Free-to-Play, ne, VIP 1 mit Lucario. Mein Gott, das haben wir halt. Dazu stehe ich auch, das muss auch so bleiben. Soll er erstmal 58 klar machen. Ne? Genau wie bei Kobalium und bei Regigigas. Bei Regigigas macht es noch nichts mit dem Friendship aus, weil, naja. Da. Wie viel gibt das plus? 1500 nochmal. Hier brauchen wir eine Pulsgewehr. Dankeschön. 1500 plus nochmal, da müssen wir noch die Fähigkeiten nachpushen, dann sind wir bei 422. Er ist bei 439 hier, der Bully. Ich weiß nicht, was für ein VIP-Rang er ist, ob er besser, ob er VIP höher ist, ob er gar kein VIP ist. Weiß ich nicht, habe ich auch ehrlich gesagt keine Lust jetzt nachzugucken. Aber im Endeffekt ist es ja auch eine Jacke wie Hose. Es ist wirklich scheißegal, wie gesagt, gerade anfänglich. Ich meine, das Ding ist, 439 sagst du, 439, okay? Okay, pass auf, 439. Das sind so Sachen, wie gesagt, das ist jetzt scheißegal im Prinzip. 439 kriegen wir bestimmt irgendwie jetzt gerade hin. Wie gesagt, es ist im Prinzip, es ist Bums. Aber nur um es euch zu zeigen, dass man sofort alles pushen kann. Hier, ne, gebt euch die Sachen. Dann nimmt man hier ein bisschen Kohle in die Hand. Kann ich mir jetzt nicht leisten. 800.000 kann ich mir leisten. Nimmt man ein bisschen Kohle in die Hand und schon geht man halt auf diese Zahlen zu. Das ist halt dieses, es ist scheißegal. Also, was ich ja versuche zu sagen, macht euch da gerade am Anfang überhaupt gar keinen Kopf. Weil, wie gesagt, bis Level 80, 90, drauf geschissen einfach. Es kommt eh alles zusammen. Und dann wird, im Endeffekt geht es nicht mehr darum, wer mehr reincasht. Im Endeffekt geht es darum, wer besser spielt. Und wenn Leute, keine Ahnung, ob ich jetzt 25 Millionen Power habe, ob ich 26, 27, 28 Millionen Power habe overall, ist dann im Endeffekt auch absolut Wurst. Und das werdet ihr dann auch sehen, wenn ihr an dem Punkt angekommen seid. Das werdet ihr dann hier auch wieder sehen, wenn wir hier an dem Punkt angekommen sind. Und dementsprechend gucken wir dann auch weiter, wie es denn dann aussieht. So. Aber wir machen jetzt nochmal eine Gildenspende. Wir machen jetzt hier nochmal Gilded Technology. Wir haben noch 14.000 Punkte übrig. Ach, ich wurde übrigens befördert, Leute. Wollte ich noch sagen. Das ist auch mega cool. Guck mal, hier können wir noch ein bisschen hochpushen. Schon sind wir bei 32.000. Also das ist halt genau das. Das ist, wie gesagt, das ist scheißegal. Hier haben wir noch mega viele Bilder dazu bekommen. So, hier haben wir auch noch nachgepusht. Hier Orden können wir auch noch hochballern. Ja, ich bleibe beim Heilorden tatsächlich. Viele von euch werden sich fragen, warum. Ich sage, wegen des CCs. Weil mir der CC dann doch zu wieder ist, wenn das dann alles immer und immer wieder kommt. So. Dann habe ich hier keine Lust nachzupushen, weil die Punkte brauche ich eigentlich gerade erstmal für Jirachi. Weil ich da nachpushen möchte. So. 94.000 Power. Und ansonsten, Leute, ne? Ja, wo können wir gerade noch nachziehen? Nur um euch zu zeigen, dass wir auch ganz schnell auf 439 kommen. Da könnte ich noch, weil da habe ich noch 400 Punkte, 400 Karten. Also, ich weiß nicht, ob ich jetzt überhaupt noch zwanghaft. Oh, Kobalium. Kobalium. Sag doch, dass da noch nicht alle Vierer, alle Fähigkeiten drin sind. Sag mir das doch jemand. Wie sieht's bei Lucario aus? Da auch nicht. Da fuck. Da fuck.
Ach, guck mal, hier können wir zum Beispiel noch einen Kraftverstärker reinballern. Beispielsweise. Wir ballern die Stahlhaut auch einfach rein, just for the lulz. So, da haben wir noch zwei Viererfähigkeiten drin. Im Endeffekt hat kein Power-Push gemacht, nicht so wirklich. Minimal. Und schon sind wir bei 444. Leute, das ist das, was ich meine. Die Viererfähigkeiten von Lucario, das werden wir natürlich dann alles wegvererben später. Gar keine Frage, muss man dann gucken. Also eh noch. Die auf jeden Fall sperren, denn das wäre sonst ein bisschen wack. Aber auf jeden Fall, Leute, damit seht ihr, es ist im Prinzip alles am Anfang total offen. Man kann überall immer irgendwie wieder ein bisschen pushen, damit man wieder die Ränge gut macht. Aber das ist scheißegal, denn am Ende zählt die. Denn am Ende zählt die Peitsche, wollte ich gerade schon sagen. Nee, am Ende knallt die Peitsche hier, das sind auch nur 80k und das ist scheißegal, je nachdem, was für ein Team er hat. Kriegen wir den vielleicht auch sogar hin, keine Ahnung, kann man ja gerade mal probieren. Dynamix, keine Ahnung. Wir probieren es eigentlich, ich weiß nicht, wahrscheinlich hat er eine Lugia, deswegen wird es schon viel härter sein, weil Lugia einfach OP ist am Anfang. Das ist halt einfach so, Lugia ist am Anfang OP und ab Level 70, 80 ist das einfach scheißegal. 78, Assi sagt. 80, 90, 100, das scheißegal. Oh, ich wollte nicht Autokampf machen. Hier, ne, das ist unglaublich stark, das ist gar keine Frage. Und wenn ich da jetzt sage, keine Ahnung, hier, keine Ahnung, Attack, da Attack, und dann ist, ne, mein Ding schon down. Das ist es halt, das. Na, egal, ich glaube, ihr wisst, was ich sagen will. Ich wollte mich da jetzt auch gar nicht so lange dran aufhalten. Warum spielt er ein Pupiter? Das ist dumm. Ansonsten, Freunde, ne, ich würde sagen, schaltet morgen auf jeden Fall wieder ein. Ich bin bis dann erstmal raus. Ich wünsche euch was. Macht's gut. Peace out. Und ciao.